So, da sind wir wieder zurück bei Red live aus München. Zwischen diesen beiden Bildern liegen 30 Jahre. In denen hat Saigin Yalcin es zum Milliardär geschafft. Und seine Geschichte klingt eigentlich wie so ein modernes Märchen. Vom Plattenbau in Bremen zum Luxus-Penthouse nach Dubai. Wie der Sohn türkischer Einwanderer durch ganz viel harte Arbeit es bis nach ganz oben geschafft hat, das zeigen wir Ihnen jetzt. Als Kind wohnt Saigin Yalcin mit der gesamten Familie in einer Plattenbau-Einzimmerwohnung. Heute ist er mehrfacher Milliardär, lebt in Dubai, im höchsten Gebäude der Welt, Burj Khalifa. Als Kind habe ich gesagt, ich möchte 5000 Mark im Monat verdienen. Das habe ich geschafft. Wie der Unternehmer ein Leben zwischen Luxus mit den Kardashians? Ich habe mich schon gewundert, warum du hier bist. Und Pizzaessen mit seinen Bremer Kumpels führt. Ich glaube, das tut dir noch mal ganz gut, mit uns zu entspannen, einfach mal nicht geschäftig zu sein. Und warum er seinen kompletten Reichtum sofort für seine Familie aufgeben würde. Viele Leute sagen ja, Geld ist nicht wichtig, bis man dann eine 100.000-Euro-Rechnung vom Arzt bekommt. Dann wird das plötzlich wichtig. Los Angeles Rodeo Drive. Der Unternehmer Saigin Yalcin ist geschäftlich in der Stadt. Standesgemäß fährt er mit dem Rolls-Royce vor. Doch beim ersten Kennenlernen wirkt er am Boden geblieben. Ob das wirklich echt ist? Erst diese Woche ist er 33 geworden und bereits auffällig tough. Von klein an hat der gebürtige Bremer gelernt, hart für seinen Erfolg zu arbeiten. Ich habe eigentlich schon mit 12 Jahren angefangen, Zeitungen zu verteilen. Flyer für einen Supermarkt und Inventur gemacht für Supermarktketten. Ich habe mich bei einer Fastfood-Kette beworben, wurde abgelehnt. Aber im Nachhinein freut mich das. Saigin Yalcin macht sein Abitur. Durch seine Nebenjobs kann er sich die Business School finanzieren für 5000 Euro pro Semester. Mit gerade mal 24 Jahren reist er nur mit dem Rucksack und vielen Ideen im Kopf nach Dubai. Damals hat er noch keine Ahnung, dass das der Beginn einer Milliardenkarriere ist. Ich habe mich in ein Restaurant reingesetzt, knapp 6 Monate oder 8 Monate, kann ich mir ganz genau daran erinnern. Es gab umsonst WLAN, das war wichtig. Ich habe mir einen Salat gekauft und habe dort eigentlich alle meine Meetings gehalten. Ich habe dort mein erstes Team eingestellt, dort Investoren akquiriert und auch den Businessplan geschrieben. Also wenn man kein Office hat, dann macht man sich einfach eins. Mit 27 Jahren ist er Millionär, mit 32 Milliardär. Der Deutsch-Türke gründet Firmen auf der ganzen Welt. Den größten Fisch zieht er vor 3 Jahren an Land. Saigin gründet den erfolgreichsten Online-Autohandel im Nahen Osten. Von da an zählt er zu den ganz großen Dubais. Er hält Meetings bei der Königsfamilie. Oh mein Gott, ist das unglaublich. Das Tor öffnet sich gerade. Wow. Er fliegt mit eigenem Privatjet um die Welt. Willkommen in Dubai. Und er fährt fürs Image mit 2 Millionen Dollar Karren vor. Alles fürs Business, alles für die Karriere. Sein Erfolgsgeheimnis, Pausen kennt er nicht. Teilt 16 Stunden, 7 Tage die Woche nonstop am Arbeiten. Ein so starker beruflicher Druck, der bei Saigin Yalcin auf die Gesundheit schlägt. Was ich jetzt letztes Jahr erst verstanden habe, und das hat mir erst mein Arzt erklärt, dass ich nie schlafe. Und er meinte, das könnte halt sehr schnell dazu führen, dass man irgendwie einen Schlaganfall bekommt oder einen Herzinfarkt, weil man einfach die ganze Zeit arbeitet. Seitdem treibt der Selfmade-Milliardär Sport, achtet mehr auf sich. Ihm wird nochmal bewusst, wie wichtig Gesundheit ist. Denn seine Familie hat ein ganz besonders schweres Schicksal zu tragen. Also meine Schwester hat eine unheilbare Krankheit. Und das versuche ich seit mehreren Jahren jetzt zu lösen. Ich arbeite mit Unternehmen zusammen, mit Forschungsunternehmen, mit Ärzten. Es hat jetzt mehrere Jahre gedauert und wir sind jetzt sehr, sehr weit gekommen. Also ich würde alles geben, was ich habe, wenn man das lösen könnte.
Saigins kleine Schwester leidet an einer schweren Form von Epilepsie, liegt jahrelang im Krankenhaus. Für seine Familie tut der erfolgreiche Unternehmer alles. Er schützt sie. Fotos müssen unkenntlich gemacht werden. So oft es die Geschäfte zulassen, fliegt er zur Familie in die Heimat. Die damalige Einzimmerwohnung weckt schlimme Erinnerungen. Ja, ein Drogensüchtiger, der lag dann irgendwann auch genau vor meinem Fuß, als ich die Tür aufgemacht habe. Verblutet oder am Bluten. Also ist schon eine andere Gegend, sagen wir mal so. Hat sich geändert. Die Familie des heutigen Milliardärs wandert in den 60ern nach Deutschland aus. Seine Oma arbeitet 25 Jahre in einer Metallfabrik. Saigins Eltern ziehen als Letzte nach. Sie haben nichts. Gerade deshalb bringen sie ihrem Sohn bei, für alles dankbar zu sein. Hier haben wir immer gewaschen. Also, Waschmaschine hat ja nicht gepasst oder war, glaube ich, zu teuer damals. Und dann konnte man hier immer, glaube ich, für eine Mark waschen. Mit Wäsche muss sich der Selfmade-Milliardär Saigin Yalcin heute nicht mehr rumschlagen. Doch seine Heimat Bremen hält ihn am Boden. Mit alten Kumpels ist er immer noch eng connected. In Dubai ein Luxusleben als erfolgreicher Unternehmer. In Bremen die gute alte Pommesbude mit dem besten Kumpel. Okay. Wie geht's dir, Bruder? Gut, gut. Lass essen. Sehr gut, gerne. Ich hätte gerne eine Geflügel mit Pommes und Mayo. Und einen Kakao, bitte. Es hat sich einfach nichts verändert. Also so, sein Erfolg ist halt gestiegen, aber die Freundschaft ist halt gleich geblieben. Die zwei lernen sich vor 18 Jahren beim Fußballspielen kennen. Von Neid beim Kumpel keine Spur. Mit dem besten Freund relaxen. Viel zu seltene Auszeiten für den Milliardenunternehmer. Sorgenfrei von beruflichen Sachen. Ausgeklammert ist das extrem schön. Also ich denke schon, dass der eigentliche Luxus des Lebens genau das ist. Dass man genau Zeit sich nehmen kann für Familie und Freunde. Auch wenn er hier in Deutschland ist und halt mit uns Jungs ist oder mit seiner Family, kann er halt nicht das Business komplett abschalten. Seine Kinderfotos bestätigen das. Schon immer schick, schon immer busy. Das auf jeden Fall stimmt. Ich habe mich nie verändert. Immer am Telefon. Für gerade mal 24 Stunden ist Saigin Yalcin in der Heimat. Konsole zocken und seine Buddies zum Pizzaessen einladen. Eine kurze Auszeit, bevor es weitergeht. Morgen fliegen wir nach London. Ich habe dort ein Meeting und dann geht's weiter nach Dubai. Und ich nehme all meine Freunde mit. Ja, für mich ist es was Besonderes generell. Für Saigin glaube ich weniger, aber na klar, für mich ist es natürlich was Besonderes. Für seine Kumpels ein Highlight, für den Milliardär Alltag. Denn in Dubai, London oder L.A. muss er fürs Image Gas geben. Erst im November gerät der 33-Jährige in die Presse, weil er Model Kendall Jenner einen Rolls-Royce zum Geburtstag schenkt. Da ich gerade in L.A. bin, dachte ich, ich überrasche mal eine Freundin. Ich habe mich schon gefragt, warum du hier bist. Hi, happy birthday, happy birthday. Freunde wie die Kardashians lernt der Unternehmer Saigin Yalcin durchs Business kennen. Kendall besucht ihn sogar öfter in Dubai. Sag hi, Kendall. Doch diese Seite zeigt er ungern. Über seine prominenten Freunde mag er nicht sprechen. In ruhigen Momenten denkt er viel über seine Familie nach und legt plötzlich einen für uns überraschenden Zwischenstopp ein. Spielzeug kaufen und im Kinderkrankenhaus verschenken. Natalie, hier ist es. Bitte schön. Ich habe noch nie eine Drohne geschenkt bekommen. Menschen glücklich machen allgemein, aber Kinder ist noch mal was ganz Besonderes. Und gerade hier, wo sie echt nicht gute Laune haben, einfach gute Laune schaffen, auch wenn es nur für ein paar Minuten sind. Es ist seine Art, an Menschen teilzunehmen. Während unserer Dreharbeiten bestärkt sich unser Gefühl, Saigin Yalcin ist wirklich am Boden geblieben. Doch er muss auch wieder ans Business denken. Dinner im französischen Nobelrestaurant, ein eigener Raum für $5.000. Hey Jeff, schön dich zu sehen. Alles gut? All good. Von $5.000 hat seine Familie früher mehrere Monate gelebt. Heute kann er das Geld an einem einzigen Abend ausgeben. Für ihn etwas ganz Besonderes. Als Kind habe ich gesagt, ich möchte 5.000 Mark im Monat verdienen.
Ja, das habe ich geschafft. Und jetzt noch viel mehr, oder? Ich denke schon. Saigin Yalcin hat es geschafft, sich mit nichts an die absolute Spitze hochzukämpfen. Und vermutlich liegt darin wohl der größte Reichtum.